Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der ETH Zürich. Ich begrüße Sie im Namen der ganzen Schulleitung zum diesjährigen ETH-Tag. Wir durchleben gerade äußerst schwierige Zeiten. So sind wir froh, dass wir den 165. Jahrestag unserer Hochschule überhaupt feiern dürfen. Wenn auch in Dezember Aula und mit nur einer kleinen Zahl unserer Gäste hier vor Ort, die ich auch herzlich begrüße. Wir tragen hier in Dezember Aula alle Gesichtsmasken, doch wir haben Vorkehrungen getroffen, dass wir ohne Maske zu Ihnen sprechen können. Ich muss Ihnen gestehen, es fühlt sich seltsam an. An diesem besonderen Tag mit der Rektorinnenkette hier zu stehen und die meisten von Ihnen über eine Kamera willkommen zu heißen, statt Sie in unserer Haupthalle begrüßen zu dürfen. And I must say, Directors, I missed our chain gang. Denn zur Fanfare allein durch die Semper Aula zu schreiten, das hat einfach keine Freude gemacht. Und ich vermisse Sie, liebe Gäste, online. Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich zu diesen außergewöhnlichen Feier zugeschaltet haben. Denn Klagen nutzt nichts. Wir machen gemeinsam das Beste aus der Situation, so wie wir das während des ganzen Jahres gemacht haben. Die Umstellung auf Nordbetrieb wegen der Corona-Pandemie Mitte März war auch für die ETH Zürich eine eigentliche Stresstest. Es zeigt sich aber rasch, dass unsere Organisation, unsere Mitwirkungs- und Entscheidungsprozesse bestens funktionieren. Wir könnten uns schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Dank dem großartigen Teamgeist, der Flexibilität, aber auch einen enormen Einsatz praktisch aller ETH-Angehörigen haben wir die Krise bis heute im Allgemeinen gut gemeistert. Es bereitet große Freude, Rektorin dieser Hochschule zu sein. Die Umstellung auf Fernunterricht im Frühling verlief weitgehend problemlos. Die Rückmeldung der Studierenden auf eine außerordentliche Unterrichtsbefragung während des Semesters waren überwältigend positiv. Auch eine Umfrage bei den Dozierenden nach Ende des Semesters fiel äußerst erfreulich aus, wenn auch beide Seiten den Wegfall des Präsenzunterrichts sehr bedauerten. Die Prüfungen im Sommer könnten dank der fallenden Infektionszahlen weitgehend in Präsenz stattfinden, wenn auch unter größeren Schutzvorkehrungen. Hygiene- und Abstandsregeln wollten eingehalten sein. Wir waren auch dafür besorgt, dass nicht zu viele Studierende zur gleichen Zeit auf dem Campus eintrafen. Es lief alles rund. Und die Prüfungsresultate zeigten ein ähnliches Bild wie in den Vorjahren. Allerdings ist ein Direktvergleich nur schwer möglich, weil wir beschlossen hatten, Fehlbesuche nicht anzurechnen. Wer also die Prüfung nicht bestand, kann nächstes Jahr nochmals antreten. Für das Herbstsemester sahen wir vor, möglichst allen Studierenden einen Anteil an Präsenzunterricht zu ermöglichen, vor allem für Übungen. Insbesondere für die Erstsemestrige ist ein höherer Anteil an Präsenzunterricht wichtig, damit sie Lerngruppen bilden und Kontakte knüpfen können. Diese sind für den Lernerfolg entscheidend, wie wir wissen. Ein innovatives Schutzkonzept sollte dieses sicherstellen und es hat eigentlich auch gut funktioniert. Die sogenannten Bubbles, das heißt die Gruppen, in denen Erstsemestrige alle Übungen zusammen bestritten, waren so
ein so großer Erfolg, dass wir prüfen, ob wir das sie über die Pandemiesituation beizubehalten. Doch die Wucht der zweiten Corona-Welle führt dazu, dass wir praktisch alle Lehrveranstaltungen erneut in die virtuelle Welt verlegen mussten. Leider noch einmal. Eine absolute Notwendigkeit, die mir trotzdem große Sorgen bereitet. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Wir wissen, dass sich Inhalte und Methoden auch per Fernunterricht vermitteln lassen. Viele Studierende schätzen es, Vorlesungszeit- und ortsunabhängig besuchen zu können, auch wenn diese hohe Anforderungen an ihren Selbstdisziplin stellt. Kompetenzen aber, verstanden als Umgang mit Information und Anwendung von Wissen, müssen eingeübt werden. Übungen können im Fernunterricht durchgeführt werden, funktionieren aber nur bedingt, weil ein unmittelbarer Austausch fehlt. Die Begeisterung für ein Fach und damit auch eine Wertehaltung lässt sich hingegen nur persönlich vermitteln, im direkten Austausch der Dozierenden mit den Studierenden. Und ebenso wichtig, sie entsteht auch durch die Interaktion zwischen den Studierenden. Kommt hinzu, dass die universitäre Lehre keine Einbahnstraße ist, vielmehr ist sie ein Geben und Nehmen. Spontane Reaktionen und Interventionen von Studierenden inspirieren die Dozierenden und Forschenden und motivieren sie gleichzeitig. Soweit die didaktischen Überlegungen. Fast noch mehr Sorgen bereitet mir aber, dass der Austausch unter den Studierenden wegfällt, dass das Miteinander leidet, was negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben kann. Denn es sind die jungen Leute, die unter den momentanen Situationen am meisten leiden. Wir haben unsere Unterstützungsangebote ausgeweitet, doch muss jeder und jede einen Weg finden, mit dem fehlenden Campusleben zurechtzukommen. Seitens Rektorat richten wir zurzeit unsere Anstrengungen darauf aus, allen Studierenden wenigstens zu ermöglichen, ihr Semester erfolgreich abzuschließen. Dazu gehört auch, einen Weg zu finden, trotz der angespannten Situation die Prüfungssession mit dem notwendigen Präsenzanteil durchführen zu können. Krisen sind Bewährungsproben. Und unsere Hochschule hat sich in dieser Krise von der besten Seite gezeigt. Der ETH-Spirit war mit Händen zu greifen und half allen, die vielen offenen Fragen und Herausforderungen in kürzester Zeit zu bewältigen. Dafür gebührt nicht nur allen Dozierenden mein allergrößter Dank, sondern auch Mitarbeitenden im technisch-administrativen Bereich, sowohl in den zentralen Organen wie auch in den Departementen. Dutzende ETH-Angehörige haben teils am Wochenende und Nachtarbeit dazu beigetragen, dass wir in jeder Phase das Optimum für den Lehrbetrieb herausholen könnten. Ein besonderer Dank geht an meinen Schulleitungskollegen Uli Weidmann. Er leitet mit großer Umsicht den Krisenstab an der ETH, der uns über die ganze Zeit tatkräftig unterstützte und weiterhin unterstützt. Aber auch an allen anderen Schulleitungskollegen danke ich für die gute Zusammenarbeit in diesen turbulenten Zeiten. Last but not least danke ich unseren Studierenden. Denn auch sie stellten sich jeweils über Nacht auf die neuen Situationen ein. Viele leisteten einen Einsatz, der weit über das eigene Studium hinausging. Ein Beispiel. Als wir Hilfsassistierende suchten, meldeten sich so viele Studierende, dass wir gar nicht alle berücksichtigen können. Und dann gibt es noch jene, die wirklich Außerordentliches leisteten. Ich habe das große Vergnügen,
Ihnen heute drei Studierende vorstellen zu dürfen, die im Frühling Projekte realisierten, um die Not da zu lindern, wo sie am größten war, in den Spitälern und weiteren Gesundheitseinrichtungen. Ich bitte Celine Stefanoni, Rahel Schmidt und Lukas Schaufelberger nach vorne zu kommen. Liebe Gäste, ich darf nun die drei jungen Studierenden kurz vorstellen. Celine Stefanoni hat 2017 ihr Masterstudium im Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie abgeschlossen. Seit diesem Sommer promoviert sie in der Biomedical Systems Gruppe von Professor Mirko Maybold und dort entwickelt sie innovative Systeme für den Gesundheitsbereich. Während des Lockdowns hat sie sich neben ihrer eigenen Forschung tatkräftig in der Helpful ETH-Initiative engagiert, die sie Ihnen präsentieren wird. Rahel Schmidt hat im August dieses Jahr ihr Bachelorstudium im ersten Kohort von Humanmedizin der ETH abgeschlossen. Zurzeit studiert sie im neuen Master Humanmedizin an der Università della Svizzera Italiana und organisiert auf Italien auch noch dazu, organisiert Veranstaltungen zum Thema Impfen. Als die Corona-Krise aufbrach, hat sie sich zusammen mit ihrem Partner Lukas Schaufelberger die Initiative Students for Hospitals lanciert. Lukas Schaufelberger studiert im dritten Jahr des Bachelors Interdisziplinäre Naturwissenschaften. Neben dem Studium engagiert er sich für die Wissenschaftskommunikation. Er organisiert die Vortragsreihe Nanotalks und leitet Workshops zum Thema Scientific Storytelling. Er wird Ihnen zusammen mit Rahel Schmidt die Initiative Students for Hospitals präsentieren. Bitte, liebe Studierende, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Ja, liebe Gäste, Sie fragen sich, was es mit diesem Visier auf sich hat. Nun ja, das ist nicht als weitere Maßnahme für den heutigen Tag gedacht, sondern eines der Projekte, welches die Helpful ETH-Initiative umgesetzt hat. Als der Bundesrat im Frühling die außerordentliche Lage ausrief, kam bei uns in der Professur für Produktentwicklung die Idee auf, den Partnern in den Spitälern und dem Universitätsspital insbesondere unsere Unterstützung anzubieten. Denn wir alle erinnern uns, persönliche Schutzausrüstung war Mangelware in den Spitälern. Unsere Partner waren begeistert von der Idee und so entstanden kurzerhand diese 3D-gedruckten Face Shields, von denen wir rund 2800 Stück produziert und verteilt haben. Das Projekt erzielte eine so positive Resonanz, dass wir vermehrt Anfragen aus diversen Gesundheitseinrichtungen aus der ganzen Schweiz bekamen. Ja, und so entwickelten wir uns in eine gemeinnützige Organisation innerhalb nur weniger Wochen und hatten über 200 freiwillige Helfer aus der Forschung, der Industrie und dem Gesundheitswesen. Zudem wurden wir dann Teil der nationalen Covid-19-Taskforce. Unser Ziel war es da, durch Covid-19 entstandene Hürden in den Gesundheitseinrichtungen mittels interdisziplinären Projektteams und agiler Produktentwicklung so rasch wie möglich zu überwinden. Während der Zeit entstanden über 20 ganz unterschiedliche Projekte. Darunter auch der Proning Taco, um Ihnen ein weiteres Projekt vorzustellen. Entwickelt wurde der Taco vor dem Hintergrund, dass es in den Spitälern immer mehr am Pflegepersonal mangelte. Und wie Sie dem Video sehen können, ist der Taco eigentlich einfach eine Hülle, in die der Patient eingebettet werden kann und so, dass für dessen Umlagerung auf dem Bauch nur noch drei anstelle von 5 bis 7 Pflegern benötigt werden. Ja, dem Problem der Personalknappheit während der außerordentlichen Lage begegneten auch Rahel und Luca mit ihrem Projekt Students for Hospitals. Gerne übergebe ich Ihnen jetzt das Wort.
Vielen Dank, Céline. Liebe Gäste, noch bevor die außerordentliche Lage in der Schweiz im Frühling ausgerufen wurde, habe ich erstaunten, ja, verwirrten Besuchenden im Kantonsspital Baden Fieber gemessen und Masken verteilt. Einige Stunden zuvor hat mich ein dringendes E-Mail des Spitals erreicht. Sie suchen per sofort Medizinstudierende für einen Covid-Einsatz. Ich habe alles stehen und liegen gelassen. 3 Stunden später stand ich im Spital und ich habe gemerkt, die größte Sorge war der Personalmangel auf allen Ebenen. Beim Znacht mit Luca habe ich ihm natürlich von meinem Spitalalltag erzählt und uns kam ziemlich bald die Idee, dass Studierende, und zwar nicht nur Medizinstudierende, aushelfen können. Sei dies bei Eingangskontrollen oder einfachen Betreuungsarbeiten. Am Sonntagabend beim gemeinsamen Abwaschen wurden wir dann schon konkret mit der Planung. Es musste schließlich auch schnell gehen. Innerhalb von 4 Tagen haben wir dann die Plattform Students for Hospitals lanciert und waren schon mit den ersten Gesundheitsinstitutionen in Kontakt. Besonders beeindruckt während dieser Zeit hat uns der Support von allen Seiten. Unser motiviertes Team ist schlagartig gewachsen und auch die ETH hat uns tatkräftig unterstützt. Von Sarah Springman bis zu Jörg Goldhahn, dem Projektleiter Medizin. Ja, und schnell gehen ist sicherlich das richtige Stichwort. Wenn uns eine Gesundheitsinstitution kontaktierte, haben wir innerhalb von ein paar Stunden Studis aus der Region herausgesucht, Arbeitsverträge vorbereitet und schon ging's ab in den Einsatz. So konnten wir während der ersten Welle im Frühling über 120 Studierende an Gesundheitsinstitutionen in Not vermitteln. Und für uns persönlich das Schönste war, dass wir in den Alters- und Pflegeheimen helfen konnten, Besucherboxen in Betrieb zu nehmen. Ja, auch wenn nur Kontakt durch eine Plexiglasscheibe möglich war, konnten wir trotzdem ein kleines Stückchen Normalität zurück in den Alltag bringen. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen, die Sie uns vorgestellt haben. Wir sind wirklich stolz auf Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Es ist großartig, was Sie in dieser Zeit geleistet haben und was Sie auf die Beine gestellt haben. Für die anderen Studierenden auch noch dazu. Vielen herzlichen Dank. Denn Rahel und Luca haben neben ihrem Engagement im Sommer Prüfungen abgelegt und natürlich bestanden. Das ist auch eine herzliche Gratulation. Und ich wünsche Ihnen allen viel Erfüllung und Erfolg in Ihrem weiteren Laufbahn. Danke vielmals und Sie dürfen Ihren Platz wieder einnehmen. Danke. Meine Damen und Herren, bevor ich unserem Präsidenten Joel Meso das Wort übergebe, möchte ich noch einen besonderen Dank aussprechen. Und zwar an meinem Schulleitungskollegen Detlef Gunther. Er hat als Vizepräsident für Forschung während der ganzen Zeit die Anliegen der Lehrer voll und ganz unterstützt und wie Helpful ETH zeigt, gehen an der ETH Forschung und Lehre Hand in Hand. Auch Robert Perich, unserem Finanzminister, gebührt mein Dank für die unkomplizierte Bereitstellung der notwendigen Mittel. Und schließlich danke ich unserem Präsidenten Joel Meso von ganzem Herzen. Er hat die ETH mit ruhiger Hand durch die Krise geführt und aus der Schulleitung ein tatkräftiges Team gebildet, das gezeigt hat, we can do this together. Und damit übergebe ich das Wort an dir, Joel. Danke vielmals. Danke, Sarah. Riesendank auch für deine Leistung, deine Unterstützung. Es war wirklich ein starkes Team. Und so stelle ich mir vor, wie wir zusammenarbeiten. Also danke für alles, was du machst. Geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde der ETH, auch von meiner Seite
ein herzliches Willkommen zum diesjährigen ETH-Tag. Vor rund einem Jahr, an meinem ersten ETH-Tag als Präsident dieser stolzen Institution, hatte ich im Blick auf das turbulente 2019 die leise Hoffnung geäußert, dass 2020 etwas ruhiger werden möge. Ja, nun, um es mit Willem Busch zu sagen, es kam erstens anders und zweitens, als ich dachte. Ich habe daraus gelernt, mindestens bis zur Erreichung meines Pensionsalters nicht mehr auf ein ruhigeres nächstes Jahr zu setzen. Unsere Rektorin hat es bereits angesprochen und aus der Sicht der Lehre eindrücklich geschildert, was für eine radikale Zäsur das Coronavirus für unsere Hochschulalltag bedeutet. Es hat uns gezwungen, zu improvisieren, bewährte Abläufe neu zu denken und uns immer wieder an eine sich verändernde Situation anzupassen. Das Provisorische wurde die neue Normalität. Wie die ETH-Studierenden in dieser ausgewöhnlichen Situation schnell Hand anlegten, um ihre Hilfe anboten, haben wir gerade eindrücklich gehört. Ich kann mich gut erinnern, als Sarah kam mit dem E-Mail von Ihnen Studierenden. Ich glaube, meine Antwort war 2 Sekunden später: absolut genial, machen wir. Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Beispiele von Forschenden anführen, die für Engagement und Bürgersinn stehen. Ich denke da etwa an die Berechnungen von Tanja Stadler und ihrem Team zum exponentiellen Ausbreitung des Virus. Sogar Mitte September hat sie in einer Zeitung ihre Ergebnisse publiziert. Oder an den Prototypen eines kostengünstigen Beatmungsgerätes, den ETH-Forschenden um Christina Schee innerhalb weniger Wochen entwickelten. Oder an die mehr als 50 neuen Projekte zu Covid-19, die unsere Forschenden in dem Jahr starteten. Für die Zurückverfolgung von Infektionsherden setzt auch die Schweiz auf digitale Technologien. Forschende der EPFL und der ETH Zürich haben die Blaupause für eine Tracing-App entwickelt, deren dezentrale Architektur die IT-Giganten Apple und Google überzeugte und so den Weg freimachte für die Swiss Covid-App. Eine Parforce-Leistung, die zeigt, wozu unsere Hochschulen fähig sind, wenn sie ihre Kräfte bünden. Dieses rasche Reagieren und Zusammenführen verschiedener Kompetenzen war nur möglich, weil die beiden Hochschulen seit Jahren in Informatik und Cybersecurity investieren. Und ebenso wichtig, an diesem Projekt haben Forschende aus ganz Europa mitgearbeitet. Unsere Leute konnten sofort ein etabliertes internationales Netzwerk aktivieren. Eine Schweiz in splendid isolation wäre dazu nicht in der Lage. Ich denke, meine Botschaft ist klar genug. Als letztes Beispiel möchte ich unsere Professorinnen und Professoren erwähnen, die sich in der wissenschaftlichen Taskforce engagieren. Ein solches Beratungsgremium des Bundes ist ein Novum für die Schweiz, für das sich ganz besonders ETH-Ratspräsident Michel Hengartner sich stark gemacht hat. Ich möchte Ihnen allen und ganz speziell Martin Ackermann als Präsident des Gremiums für Ihre große Arbeit herzlich danken. Die Zusammenarbeit zwischen Bern und der Taskforce ist gewiss nicht immer einfach, aber sie ist unverzichtbar, um die Gesundheitskrise zu bewältigen. Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt, wie unhaltbare Halb- und Unwahrheiten in Krisenzeiten besonders gut gedeihen. Dies ist eine Entwicklung, die mir Sorge bereitet. Wir werden darauf
Gegenstrategien entwickeln müssen, zusammen und arbeiten eigentlich auch bereits daran. Jenseits aktueller Prioritäten müssen und wollen wir als Hochschule den Blick auch auf die Zeit danach richten. Die Schulleitung hat dazu das Organisationsentwicklungsprojekt Rethink, RETH Inc., gestartet, damit die ETH auch in Zukunft ihre Rolle für die Schweiz als erstklassige Ausbildungs-, Forschung- und Innovationsstätte wahrnehmen kann. Handlungsbedarf besteht, weil die Schweiz und die Welt um uns herum sich verändert. Das betrifft die Wettbewerbssituation ebenso wie die Erwartungen der Politik und Gesellschaft an uns. Mit Rethink adressieren wir unter Einbezug aller relevanten Hochschulgruppen das Zusammenspiel zwischen Professuren, Departementen und zentralen Organen. Es geht aber auch um unser Selbstverständnis, um die Werte, für welche die ETH stehen will. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle unserer Generalsekretärin Katharina Peuger aussprechen, die als Projektleiterin diese große Aufgabe souverän bewältigt. Einen ersten Meilenstein im Projekt haben wir erreicht mit der Verstärkung der Schulleitung durch zwei neue Kolleginnen. Julia Danachu hat ihre Arbeit als neue Vizepräsidentin für Personalentwicklung und Leadership bereits am 1. November aufgenommen. Vanessa Wurth wird der ETH als neue Vizepräsidentin für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen ab dem neuen Jahr zur Verfügung stehen. Ich darf das im Namen der ganzen bisherigen Schulleitung sagen. Wir sind sehr glücklich, dass wir die zwei neuen Kolleginnen für die Führungsaufgaben gewinnen können. Das Virus hat uns vieler Gelegenheiten beraubt, Preise und Auszeichnungen physisch zu verleihen. Anlässe zum Feiern hätte es auch in diesem Jahr sehr viele gegeben. Zu den Highlights gehört der Marcel-Benoist-Preis an Rudi Ebersold, womit diese oft als Schweizer Nobelpreis betitelte Auszeichnung zum dritten Mal hintereinander an eine Forscherin oder einen Forscher der ETH geht. Auch im europäischen Wettbewerb um ERC-Grants haben sich unseren Forschenden einmal mehr sehr erfolgreich geschlagen. Ein Wettbewerb der ganz besonderen Art fand letzte Woche am 13. und 14. November statt, der Cybathlon der ETH Zürich, mit mehr als 50 Teams aus der ganzen Welt. Ich war tief beeindruckt, mit welchem Engagement Menschen mit körperlichen Behinderungen und ihre Teams die Aufgaben meisterten. Covid-19 warf zwar die mehrjährige Planung über den Haufen, die Beteiligten ließen sich jedoch nicht entmutigen und fanden einen Weg, den Cybathlon unter Wahrung der Gesundheitsvorschriften als Online-Event stattfinden zu lassen. Neueste Meldungen von Pharmafirmen geben Anlass zu Hoffnung, dass uns 2021 eine Impfung gegen COVID-2 zur Verfügung steht. Dennoch bleiben die Herausforderungen für die Weltgemeinschaft gewaltig. Die Pandemie traf die Weltwirtschaft ins Mark. Sie legte den Globalhandel lahm, zwang ganze Industrien in die Knie und brachte Gesundheitssysteme an ihre Belastungsgrenzen. Weltweit sind inzwischen mehr als 1,3 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Aber Millionen haben ihre Arbeit verloren oder stehen vor einer unsicheren Zukunft. In Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass wir uns solidarisch zeigen und Kraft aus Beziehungen und Freundschaften schöpfen.
sei es auf individueller oder institutioneller Ebene. Die ETH Zürich, meine Damen und Herren, kann sich glücklich schätzen, von vielen Seiten Unterstützung zu erfahren. Mein spezieller Dank geht an Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und Industrie, an dem ETH-Rat, aber auch an Donatorinnen und Donatoren und Ehemalige, die fest an den Wert von Bildung und Forschung glauben. Wir haben das Privileg, zwei solcher Alumni auf die ETH seit Jahren zählen kann, heute für ihr Engagement zu ehren. Schließlich ziehe ich den Hut vor den Leistungen unserer Studierenden, Mitarbeitenden, Professorinnen und Professoren, denen dieses Jahr besonders viel abforderte. Das schließt auch meine Kollegin und meine Kollegen der Schulleitung ein, die maßgeblich mitgeholfen haben, dass die ETH bis jetzt vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Ich hoffe sehr, dass 2021 besser wird als 2020. Den Wunsch auf ein ruhigeres Jahr zu hegen, habe ich, wie eingangs geschildert, auf einen späteren Lebensabschnitt verschoben. Bleiben Sie gesund. Danke. Meine Damen und Herren, das Leben nimmt seinen Lauf. Auch im vergangenen Jahr hatte unsere Hochschule den Hinschied, mehrere Angehörige zu beklagen. Wir werden nun ihre Namen einblenden. Während wir an den Verstorbenen denken, wird uns ein Streichquartett des Akademischen Orchesters aus den Enigma-Variationen von Sir Edward Elgar, die 9. Variation Nimrod, spielen.
Liebe Gäste, die ETH Zürich wird alle Verstorbenen in ehrendem Andenken bewahren. Ich danke dem Quartett herzlich für die musikalische Untermalung und bitte Sie nun um einen Applaus für unsere Musikerinnen und Musiker. Liebe Gäste, trotz schwieriger Umstände haben Forschende, Dozierende und Studierende auch im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet. Und einige dieser Leistungen dürfen wir jetzt besonders hervorheben. Wie jedes Jahr können wir aber nicht alle würdigen und die das verdient hätten. Deshalb bitte ich Sie jetzt um einen herzlichen Applaus für alle, die heute nicht namentlich erwähnt werden. Bitte. Wir beginnen mit der Verleihung der Industrie- und Stiftungspreise für herausragende Master- und Doktorarbeiten. Dann folgt die Übergabe des Latsis und des Lopez-Loretta-Preises. Angesichts der aktuellen geltenden Einschränkungen für Veranstaltungen kann ich diese Urkunde dieses Jahr leider nicht hier übergeben. Ich habe aber die Preisträgerinnen und Preisträger vor dem ETH-Tag zu mir ins Büro eingeladen, um ihnen persönlich gratulieren zu können. Mit Ausnahme von drei Preisträgern, die im Ausland weilten, könnte alle den Termin wahrnehmen. Wir zeigen heute Ihnen Bilder dieser Treffen. Ich bitte um einen Applaus für die Preisträgerinnen und Preisträger. Die bestimmt über den Livestream an unserer Feier teilnehmen. And I hope they've all joined us in jumping for joy, everybody. That's also important. Even your rector can do this. Thank you. Cut. Meine Damen und Herren, die Dozierenden werden am ETH-Tag traditionell von Studierendenverband gewürdigt. Auch dieses Jahr verleiht der VSETH je eine Lehrperson aus jedem Departement eine goldene Eule, um sich für ihr besonderes Engagement in der Lehre zu bedanken. Und eine Lehrperson wird mit dem Credit Suisse Award für Best Teaching gewürdigt. Bevor wir aber zur Preisverleihung kommen, wird VSETH-Präsident Luca Dahle im Namen der Studierenden das Wort an Sie richten. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Joel, sehr geehrte Frau Rektorin, liebe Sarah, meine sehr geehrten Damen und Herren. Um den Corona-Vorgaben gerecht zu werden und die Feiern nicht unnötig auszudehnen, muss ich schnell auf den Punkt kommen. Gott sei Dank, denn lange Ausführungen sind ohnehin nicht meine Stärke. Das wird Ihnen jeder Professor, bei dem ich je eine Arbeit geschrieben habe, sicherlich bestätigen. Als ich als Ersti, wie man Erstsemestrige so liebevoll nennt, zum ersten Mal vom ETH-Tag gehört habe, habe ich mir zuerst gedacht, was ist das?
Und nun darf ich Sie an diesem heutigen Jahrestag unserer Hochschule im Namen der Studierenden begrüßen. Die exzellente Lehre, die Forschung, das internationale Umfeld, die Möglichkeiten, die diese Hochschule bietet, sind auch für uns Studierende ein Grund, stolz darauf zu sein, Teil dieser ETH zu sein. Was wir besonders schätzen, ist der offene Umgang, den wir an der ETH pflegen, gerade auch bei schwierigen Themen wie der psychischen Gesundheit. Bei einer großen Umfrage des VSETH im letzten Jahr gaben 23% aller Studierenden ihre generelle psychische Verfassung als schwankend bis eher schlecht oder gar sehr schlecht an. Diese Zahlen deuten auf ein Defizit an der ETH hin. Statt das Thema zu tabuisieren, geht die Hochschule offen und selbstbewusst damit um. Das ist alles andere als selbstverständlich. Doch es ist konsequent im steten Streben dieser Universität nach Exzellenz. Durch die herrschende Pandemie hat das Thema noch viel größeres Gewicht bekommen. Seit dem ersten Lockdown leisten die Studentinnen und Studenten Unglaubliches für ihr Studium, für ihre Hochschule und nicht zuletzt auch für die ganze Gesellschaft. Doch die weitgehende Isolation durch den Online-Unterricht und der nicht abnehmende Leistungsdruck machen vielen zu schaffen. Auch ich hatte im Frühling manchmal das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Manche Studierende merken das dann erstmal gar nicht. Denn die meisten von uns sind zum ersten Mal im Leben mit so einer Ausnahmesituation konfrontiert. Dazu in einem Lebensabschnitt, den wir zum ersten Mal mehr oder weniger alleine beschreiten. Deshalb müssen wir gemeinsam alles daran setzen, die Studentinnen und Studenten zu unterstützen, dass niemand am Studium zerbricht. Und wo immer möglich, müssen wir unbürokratisch und entschlossen helfen, den Druck aus dem Studium zu nehmen. Denn die Pandemie darf nicht über Abbruch oder Weitermachen, Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Hier spielen Dozentinnen und Dozenten eine zentrale Rolle. Mit viel Herzblut und Kreativität versuchen sie, so gut es eben geht, das enge WG-Zimmer zum Hörsaal zu machen. Doch dazu später. Lassen Sie mich noch zwei Themen ansprechen, die nichts mit der Corona-Situation zu tun haben, uns aber dennoch beschäftigen. Wenn Studiengebühren erhöht werden, aber gleichzeitig das Betreuungsverhältnis schlechter wird, immer weniger Lernplätze pro Student zur Verfügung stehen und Lehrveranstaltungen infolge Platznot immer weiter in den Abend hinein verlegt werden müssen, stellt sich die Frage, wie hoch wir als Hochschule die Lehre priorisieren. Mit dem vom ETH-Präsidenten erwähnten Projekt Rethink erhalten wir die Möglichkeit, diese Frage quer durch die Departemente und Hierarchien zu diskutieren. Ich möchte nur daran erinnern, dass im ETH-Gesetz die Lehre an erster Stelle steht. Ein anderes Thema, das aber auch den Stellenwert der Lehre betrifft, ist die Verzögerung der Vollassoziierung bei Erasmus+. Für uns Studierende ist es von eminenter Bedeutung, dass Austauschsemester in anderen Universitäten dieses Kontinents unbürokratisch ermöglicht werden. Denn solche Erfahrungen an anderen Universitäten, in anderen Kulturen, sind wesentlicher Bestandteil der Ausbildungsqualität der ETH. Meine Damen und Herren, wie Sie den bisherigen Ausführungen entnehmen können, liegt uns Studierenden die Qualität der Ausbildung am Herzen. Und dazu leisten auch wir unseren Beitrag. Dabei möchte ich zuerst die Rolle aller Übungsassistentinnen und Assistenten hervorheben. Sie sind insbesondere in den letzten Monaten trotz der Herausforderungen im eigenen Studium über sich hinausgewachsen. Sie sind jederzeit für die Studentinnen und Studenten da, nicht nur fachlich, sondern vor allem auch menschlich. Im Namen aller Studentinnen und Studenten, vom Ersti bis zum Letzti, sage ich deshalb Danke. Und dann, ich habe es bereits erwähnt, sind natürlich gute Dozierende das A und O für gute Lehre. An der ETH gibt es unzählige Dozentinnen und Dozenten, die Tag für Tag die Lehre an erste Stelle setzen und ihre Studentinnen und Studenten begeistern und inspirieren. Ohne ihren Einsatz wäre die ETH nicht die exzellente Bildungsanstalt, die sie ist. Deshalb vergibt der VSETH jedes Jahr am ETH-Tag die Goldene Eule für herausragende Leistungen in der Lehre. Diesen Preis erhält jeweils eine Dozentin, ein Dozent von jedem Departement. Die Gewinnerinnen werden von den einzelnen Fachvereinen auf Grundlage einer Umfrage unter den Studierenden bestimmt. Der unermüdliche Einsatz der Dozierenden war noch nie so wichtig wie jetzt. Deshalb können Sie auf diese Auszeichnung besonders stolz sein. Nun freue ich mich sehr, Ihnen die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner in einem kurzen Videoclip zu präsentieren. Viel Spaß! Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusätzlich zur Goldenen Eule verleiht der VSETH noch jedes Jahr den Credit Suisse Award for Best Teaching. Diesen können alle Dozentinnen und Dozenten gewinnen, die zuvor bereits eine Goldene Eule gewonnen haben. Die Fachvereine schlagen dem VSETH-Vorstand Kandidaten vor, woraufhin dieser dann die Gewinnerin bestimmt. Der diesjährige Preisträger hat in seinen 5 Jahren an der ETH bereits 2 Goldene Eulen gewonnen und brillierte jedes Jahr mit herausragenden Umfrageergebnissen. Er kombiniert ausgezeichnete Lehre mit Engagement und innovativen Elementen. Meine Damen und Herren, der Gewinner des diesjährigen Credit Suisse Awards for Best Teaching ist Professor Laurent Van Bever vom Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Gäste, wir kommen nun zur höchsten Ehrung, welche die ETH Zürich verleihen kann, die Ehrendoktorwürde und die Ernennung zum Ehrenrat. Dieses Jahr zeichnet die ETH Zürich 2 Wissenschaftler mit der Ehrendoktorwürde aus. Da beide in den Vereinigten Staaten wirken, ist es ihnen hier leider verwehrt, heute bei uns zu sein. Und aufgrund der Zeitverschiebung mussten wir auch von der Idee einer Live-Schaltung Abstand nehmen. So verleihen wir die Ehrendoktorwürde ausnahmsweise in Abwesenheit der geehrten Persönlichkeiten. Die Vorsteher der Departement Biosystem- und Materialwissenschaft präsentieren ihren Ehrendoktoren in einem Video. Denn auch die Verleihung der Ehrendoktorwürde mussten wir im Vorfeld des ETH-Tags aufzeichnen. Bitte Video ab. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und ein besonderes Vergnügen, Ihnen heute Herrn Professor Stephen Quake vorzustellen. Steve Quake ist ein außergewöhnlicher Wissenschaftler, dessen Forschung viele Disziplinen umfasst, von der Physik über die Biologie bis hin zur Medizin. Nach dem Studium der Mathematik und Physik in Stanford und einer Promotion in theoretischer Physik in Oxford im Jahre 1994 wurde Quake zunächst bekannt für das Messen biophysikalischer Phänomene auf der Ebene einzelner Moleküle. Als Professor am Caltech und seit 2004 in Stanford wurde er dann zum Pionier der Mikrofluidik. Seine Technologie hat die biologische und biomedizinische Forschung nachhaltig verändert. Sie hat neue Diagnostikwerkzeuge für die Präzisionsmedizin hervorgebracht. Seine auf DNA-Sequenzierung basierenden Arbeiten ermöglichten unter anderem die Entwicklung eines neuen pränatalen Gentests und die Vorhersage des Erfolgs von Organtransplantationen. Steve Quake ist auch Unternehmer. Er hat sich stets dafür eingesetzt, die in seinem Labor entwickelten Arbeiten und Technologien durch Kommerzialisierung der breiteren biologischen und medizinischen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Steve Quake hat in seinen interdisziplinären Arbeiten vielleicht besser als jeder andere gezeigt, dass die kreative Anwendung quantitativer, präziser Messungen nicht nur die Grundlagenforschung verändert, sondern auch einen maßgeblichen Einfluss auf klinische Medizin und kommerzielle Entwicklungen hat. Seine wissenschaftlichen Errungenschaften haben auch die Forschung am Departement Biosysteme
und an der ETH Zürich beeinflusst. Dear Stephen, the Department of Biosystems. Dass die Abteilung von Biosystemen ist sehr stolz, dass Sie das Ehrendoktorat von der ETH Zürich bekommen, lieber Stephen. Vielen Dank, Herr Bernwinkel, für diese schöne Würdigung. Dear Professor Quake, lieber Professor Quake, ich lese die Laudatio zuerst deutsch, wie sie in der Urkunde steht. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich verleiht mit dieser Urkunde Professor Dr. Stephen R. Quake für seine Pionierarbeit in der Mikrofluidik sowie seine bahnbrechenden technologischen Innovationen und seinen Unternehmergeist an der Schnittstelle zwischen Biologie, Biotechnologie, Medizin und Physik, die Würde eines Doktors der Wissenschaften ehrenhalber. Lieber Professor Quake, Sie wollen sicher wissen, was in dieser Urkunde steht. Mit dieser Urkunde wird Ihnen von der ETH Zürich, Ihnen, Professor Stephen R. Quake, der Ehrendoktor für Ihre Pionierarbeit in der Mikrofluidik sowie Ihre bahnbrechende technologischen Innovationen und Unternehmergeist an der Schnittstelle zwischen Biologie, Biotechnologie, Medizin und Physik verliehen. Die ETH bedankt sich bei Ihnen und freut sich sehr, dass Sie dieses Ehrendoktorat angenommen haben. Es freut uns sehr, dass Sie auch ein paar Worte an uns richten werden. Rector Springman and distinguished colleagues, thank you for this wonderful and most unexpected honor. ETH is, of course, one of the most respected scientific institutions in the world, and I'm proud to now be associated with it. I have visited ETH a number of times over the years to give talks and attend meetings, and I've always been thoroughly impressed with the quality of the faculty and the students, their commitment to asking deep scientific questions, and the rigor with which they approach those questions. I will do my best to uphold this standard. Unfortunately, the circumstances of the world coronavirus pandemic prevent me from joining you in person, and indeed have precipitated a change in the format of this year's ETH Day celebration. Hopefully, next year we'll be back to normal. That's a thought I'm sure is shared by many. When will our lives be normal again, and what will it take to get there? I wish I knew the answers, and I wish I knew when it would happen, but I do believe it will happen, and I believe I know how it will happen, through science. It is science that will lead us to new vaccines, new therapies, and new ways to manage the pandemic and enable us to ultimately defeat the virus. We're seeing some of the first evidence of this with the exciting announcement last week that an RNA vaccine had achieved 90% efficacy in a large clinical trial. Like others, I am looking forward to seeing the actual data and understanding if the claim stands up to careful scrutiny and review, but I'm hopeful. There was other good news last week in that the FDA gave emergency use approval to the first biologic therapy to treat and control COVID infection. I'm particularly proud of that in the sense of reflected glory because that antibody was discovered by a former student of mine working with the microfluidic tools that he helped develop as part of his thesis many years ago. This is truly a triumph of biosystem science and engineering and one that is the culmination of two decades of research and development by many groups. I will conclude by noting that our best hope for the future comes from young people. They have the energy, vision, and fearlessness to get the world to a better place. And what I love about my job is that I get to work alongside young people and feel their reflected energy. I can only hope that getting to graduate all over again today will help act as a fountain of youth and allow me to recapture some of that energy as well. Thank you again for this wonderful honor. Professor Spaben is currently the John and Helen Professor Spaben ist der John und Helen Franklin Professor für angewandte Physik an Harvard. Er studierte Materialwissenschaften und Engineering in Leuven in Belgien 1971 a Fulbright scholar to do his PhD in applied physics. He moved through the ranks at Harvard from being a postdoc to a full professor in 1983. In his research, Professor Spaben has used clever experiments and incisive theoretical insights to obtain a very deep understanding in a broad range of material classes. These include seminal contributions to the structure and thermodynamics of thin films and interfaces, the mechanical properties of such multilayers, and the stability of things as quasicrystals.
His major work has focused on understanding how amorphous disordered solids deform and flow, which applies to metallic glasses all the way to household products such as yogurt. In all of these studies, Professor Spape has achieved a local scale mechanistical understanding of these materials. His ideas and models have stood the test of time and even become the language which we use in this community to describe these topics. When we discussed the possibility of nominating him for an honorary doctorate of ETH Zurich, it was truly impressive to see just how many of us working on different aspects of material science use his work, either in teaching or in our research. It should also be mentioned that Professor Spapen has performed a tremendous service to his own university, for the academic community worldwide and for the ETH Zurich in particular. Und damit, Frau Rektorin, übergebe ich Ihnen das Wort und ich gratuliere Herrn Spapen für seinen Ehrendoktorat. Vielen Dank, Professor Frommann, für diese tolle Präsentation unseres Ehrendoktors. Dear Professor Spapen, liebe Professor Spapen, ich werde die Laudatio deutsch lesen, wie sie in der Urkunde steht. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich verleiht mit dieser Urkunde Professor Dr. Franz A. Spapen für seine herausragenden Beiträge zum grundlegenden Verständnis der Struktur und Eigenschaften von Schmelzen und amorphen Materialien und seine maßgebliche Prägung der Materialwissenschaft und der angewandten Physik. Die Würde eines Doktors der Wissenschaften ehrenhalber. Dear Professor Spapen, I imagine... Lieber Professor Spapen, Sie haben sicher ein bisschen Deutsch verstanden, aber ich werde das jetzt doch noch mal selbst ins Englische dolmetschen für Sie. Die ETH Zürich verleiht Professor Franz A. Spapen den Titel eines Ehrendoktors für seine herausragenden Beiträge zum grundlegenden Verständnis der Struktur der Eigenschaften von Schmelzen und amorphen Materialien und seine maßgebliche Prägung der Materialwissenschaft und der angewandten Physik. Es freut uns sehr, dass Sie in den Kreis der Ehrendoktoren unserer Universität aufgenommen werden. Sie dürfen auch jetzt natürlich etwas einige Worte an unser Publikum richten. Dr. Springman and Professor Vermont, I'm very honored and delighted to be offered this honorary doctorate from the ETH, which I gratefully accept. To be recognized in this way by some of one's most distinguished colleagues gives a special satisfaction. What has appealed to me in material science is its interdisciplinarity and the creativity that this stimulates. And materials at ETH exemplifies this in several ways, by the range of materials being studied, by its close links with the surrounding sciences and other engineering disciplines. And it's been my pleasure to observe the richness and the depth of the work in the department through long association with several of its members, by occasional visits, and also by chairing a department review a few years ago. Materials will always be important. Everything is made of something. And the health of our roads and bridges, for example, requires constant attention to traditional materials. And on the other hand, the development of a usable quantum computer will no doubt have significant bottlenecks in materials. And just like quasicrystals and two-dimensional materials in the past, there will continue to be surprises in fundamental science. And ETH and its department are well placed to play a prominent role in this future. And I look forward to many more years of delightful visits and cooperation. Danke den beiden Ehrendoktoren, Steve Quake und Franz Spapen, herzlich für ihre freundlichen Worte. Wir teilen die Zuversicht von Steve Quake und hoffen, dass sich die Lage bald zum Positiven ändern wird, sodass wir in einem Jahr die Ehrungen und Auszeichnungen weiter an die ETH vornehmen können. Umso mehr freut es mich, dass wir Calvin Gliede und Adrian Weiss hier in der Semperaula begrüßen dürfen, um sie zu Ehrenräten der ETH Zürich zu
ernennen. Liebe Gäste, Philanthropie hat in der Schweiz bei kulturellen und sozialen Einrichtungen eine lange Tradition. Die Förderung von Lehre und Forschung an Hochschulen war dagegen im internationalen Vergleich lange Zeit weniger ausgeprägt. Adrian Weiss und Calvin Grieder haben hierbei, wie in vielem anderen in ihrem Leben, eine Pionierrolle übernommen. Es ist mir eine große Freude, heute diese beiden Persönlichkeiten ehren zu dürfen, die sich in der Vergangenheit wiederholt auf ganz besondere Weise für die ETH Zürich eingesetzt haben und dies weiterhin mit großem Engagement tun. Ich bitte nun Calvin Grieder, sich kurz zu erheben. Danke, Calvin, ETH-Präsident Joel Meso. Wird uns dann Calvin Grieder vorstellen. Es ist mir eine Freude und Ehre, Ihnen Herrn Calvin Grieder vorzustellen. Calvin Grieder, Jahrgang 1955, hatte in seiner Laufbahn verschiedenen Führungspositionen bei namhaften Unternehmen inne. Er war lange Jahre CEO der Bühler-Gruppe und steht dieser sowie der Givaudan SA bis heute als Verwaltungsratspräsident vor. Dabei gelang es ihm, in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder technisches Wissen und unternehmerisches Denken zu vereinen. 1979 hat Calvin Grieder mit einem Diplom der ETH Zürich in Maschinenbau und Verfahrenstechnik abgeschlossen und er ist bis heute eng mit ihr verbunden. Als unermüdlicher Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie als großer Förderer über unsere ETH Foundation. Es gelingt ihm, auch andere mit seiner Leidenschaft für die Forschung zu begeistern und so Projekte der ETH Zürich zu unterstützen. Ich denke da an seinem Engagement für das World Food System Center der ETH, aber auch für die Future Food Initiative, die zusammen mit der EPFL, Bühler, Givaudan und Nestlé kürzlich ins Leben gerufen wurde. Das Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie konnte bei der Diskussion um die inhaltliche Ausrichtung auf seine reiche Erfahrung zählen. Dem Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik wiederum steht er als Mitglied des Industrial Advisory Board mit Rat zur Seite. Mit seinem ansteckenden Pioniergeist ist er auch daran beteiligt, in Zusammenarbeit mit der ETH und Vertretern der Industrie ein Masterprogramm für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure in Ghana zu verwirklichen und so auch weitsichtig den Wissensaustausch zwischen Nord und Süd zu fördern. Calvin, wir danken dir für deine herausragende Verdienste und freuen uns weiterhin mit dir die Zukunft zu gestalten. Herzlichen Dank, Joel. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ernennt mit dieser Urkunde Herrn Calvin F. Grieder für sein außerordentliches persönliches Engagement zur Förderung der Lehre und Forschung an der ETH Zürich, insbesondere für seine herausragende Fähigkeit, technisches und unternehmerisches Wissen miteinander zu vereinen
um innovative, visionäre Ideen zu realisieren, zum Ehrenrat der ETH Zürich, Calvin. Oh, we're going to do all three of us. Okay. Good. Ich bitte jetzt Adrian Weiß, kurz aufzustehen. Meine Damen und Herren, sehr gerne stelle ich Ihnen nun unseren zweiten Ehrenrat, Herrn Adrian Weiß, und seine Verdienste für unsere Hochschule vor. Adrian Weiß, geboren 1940, legte mit einem Diplom der ETH Zürich in Architektur, das er 1967 erhielt, den Grundstein für seine berufliche Karriere. Nach einer achtjährigen Tätigkeit als Architekt, in der er unter anderem das bekannte KV-Gebäude am Escherwiesplatz baute, engagierte er sich in der Magnetik-Elektromotoren-Gruppe seines Vaters, der selbst ein ETH-Ingenieur, Linearantriebe und den Torque-Motor erfunden hatte. Adrian Weiß bekleidete verschiedene Verwaltungsratsmandate und ist seit 2014 Stiftungsratspräsident der von ihm ins Leben gerufenen Adrian Weiß Stiftung. Bis heute pflegt er einen engen Kontakt mit der ETH als Brückenbauer zwischen der Wissenschaft und Unternehmen, ebenso wie als großer Förderer von jungen Talenten. Adrian Weiß setzt sich persönlich über seine Stiftung und die ETH Foundation ideell und finanziell in herausragendem Maße für die Forschung und Lehre der ETH ein, vor allem in den Gebieten Architektur, Elektrotechnik und Computerwissenschaften. Besonderes am Herz liegt ihm die Förderung von Studierenden durch das Excellence Scholarship and Opportunity Program, die SEED-Projekte, die Pioneer Fellowships, den Rector's Impulse Fund sowie die ETH Research Grants. Allein die Palette der von ihm mitgetragenen Förderinstrumente zeigt, wie bedeutend seine Unterstützung für die ETH Zürich ist. Adrian, wir danken dir für dein enormes philanthropisches Engagement und deine große Verbundenheit mit deiner Alma Mater. Danke, Joel. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ernennt mit dieser Urkunde Herrn Adrian U. Weiß für sein außerordentliches persönliches Engagement zur Förderung der Lehre und Forschung an der ETH Zürich, insbesondere in den Bereich Architektur, Elektrotechnik und Computerwissenschaften, sowie des studentischen Talents und Unternehmergeistes zum Ehrenrat der ETH Zürich. Sehr geehrte Damen und Herren, damit kommen wir zum Schluss unserer heutigen Feier,
die wir dieses Jahr musikalisch ausklingen lassen. Das gibt mir die Gelegenheit, dem Streichquartett für seine Darbietungen zu danken. Ferdinand Nussbaum, Sarah Ihn, Chantal Moser und Emmanuel Hubmann vom Akademischen Orchester haben uns in diesem außergewöhnlichen Rahmen musikalisch begleitet. Mein letzten Dank von heute, liebe Gäste, geht im Namen der ganzen Schulleitung an Sie. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns den 165. Jahrestag der ETH gefeiert haben, wenn auch manche aus der Ferne. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gut durch diese schwierigen Zeiten kommen. Und ja, bleiben Sie gesund. Wir hoffen sehr, dass wir Sie nächstes Jahr wieder an der ETH begrüßen dürfen. Und nun hat die Musik das letzte Wort. Thank you.